Seit 1945 hat die deutsch-polnische Insel Usedom keinen direkten Anschluss mehr an das Fernbahnnetz. Die Eisenbahn-Süd-Anbindung der Insel Usedom wäre der kürzeste und schnellste Verkehrsweg von Berlin an die Ostsee. Er würde die Reisezeit von Berlin von 4 auf 2 Stunden und von Dresden und Leipzig auf etwa 3 Stunden verkürzen. Von Verkehrsexperten wird die Jahresnutzung auf ca. 1,9 Millionen Fahrgäste pro Jahr geschätzt. Also, ne, wir sind uns ja einig, unsere Unterstützung habt ihr, wir tun was wir können. Wunderbar. Das und wissen wir. An allen Stellen. Ich habe es auch mit der Kanzlerin besprochen letzte Woche. Oha, die besuchen wir auch gleich. Das ist ja eine Lücke im, sage ich mal, nordostdeutschen, westpolnischen Netz dort. Die Insel Usedom, die so am Ende der Welt liegt, durch eine etwas unglückliche Grenzziehung, von beiden Seiten schwer erreichbar. Und insofern ist die Eisenbahn eine Seite einer Medaille einer vernünftigen, verbesserten Verkehrsanbindung, die es mal gegeben hat. Die Kosten für die Wiederinstandsetzung wurden von einer Arbeitsgruppe des Verkehrsministeriums Mecklenburg-Vorpommern und der Deutschen Bahn auf ca. 100 Millionen Euro geschätzt. Bis zu 2 Drittel davon würden aus EU-Mitteln kommen. So eine Studie des Landesverkehrsministeriums. Die Leistungsgrenze der regionalen Usedomer Bäderbahn mit ca. 3,5 Millionen Fahrgästen pro Jahr ist erreicht. Die Staus auf der B111 sind in den Sommermonaten unerträglich. Erste Urlauber kehren wegen der Verkehrssituation der Insel den Rücken. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, will mich auch bei Ihnen allen für Ihr Engagement bedanken. Weil es ist ganz wichtig, dass sich Menschen immer finden, die auch in der Region sozusagen auch für die eigenen Dinge da kämpfen und ich gebe das natürlich gerne weiter. Ich werde es mir auch selber vorher ordentlich angucken, ja, denn du hast ja gerade gesagt, es ist natürlich auch wichtig, dass wir Verkehrsinfrastruktur zum einen als wirtschaftliche Lebensadern begreifen, dass wir auf der anderen Seite natürlich den Tourismus auch als einen der wichtigen wirtschaftlichen Standbeine betrachten und es ist ja direkt sozusagen vor der Berliner Hauptstadt, das Usedom, ja. Und hat natürlich damit eine hohe Relevanz, auch was Erholung auch der Berliner angeht. Insofern gebe ich das also gerne wir auch weiter. Wir denken aber auch gerne an die Thüringer und die Sachsen, die auch immer gerne nach Usedom kommen. Unbedingt. Und Sachsen-Anhaltiner, ja, natürlich. Unbedingt. Wir alle kommen ja gerne nach Usedom, wir geben es ja auch zu. Die Trasse über Karnin ist zudem sozial dringend geboten. Die Bahn kann dringend benötigte Arbeitskräfte aus dem Inselsüden und dem Pasewalker und Anklamer Umland insbesondere in die Kaiserbäder bringen. Die Arbeitnehmer bleiben häufig im Stau auf der Straße stecken. Die Regionen um Anklam und Pasewalk haben mit die höchste Arbeitslosigkeit in Deutschland. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Usedom die Badewanne von Berlin. Und da wollt ihr ja wieder hin. Und jetzt kann man mit dem Auto, glaube ich, relativ gut mittlerweile hinkommen. Aber wir wollen ja eigentlich nicht so viel mit dem Auto, sondern mehr, dass über die Schiene gegangen wird. Und deswegen würde die Verbindung natürlich schon Sinn machen. Die Trasse über Karnin ist auch ökologisch notwendig. Die Bahnlinie kann den Autoverkehr auf der Insel Usedom deutlich reduzieren und damit auch die Abgase und die Staus auf den Straßen vermindern. Die Belastung von Mensch und Natur würde sich reduzieren. Eine intakte Natur ist unsere Lebensgrundlage, nicht zuletzt der Grund für viele Touristen, zu uns zu kommen. Ein Urlaubsgebiet, das in Abgasen, Staus und Verkehrslärm erstickt, wird sich selbst die Grundlagen seiner Existenz nehmen. Es freut mich sehr, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Und Sie sind ja überhaupt nicht zu übersehen mit Ihrer schönen Bahn. Das macht doch schon mal Lust auf Ferien in Usedom. Aber uns ist natürlich auch wichtig, dass Nachhaltigkeit und auch nachhaltiger Tourismus, umweltfreundlicher Verkehr tatsächlich auch umgesetzt wird und gelebt wird. Und deswegen nehme ich Ihre Anliegen gerne heute mit und übergebe es der Ministerin auch persönlich. Also ich finde es eine tolle Aktion, die Sie machen und auch, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und so eindrücklich für dieses Projekt werben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und wie gesagt, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja.
Zudem muss bedacht werden, dass in Katastrophenfällen ein zusätzlicher Fluchtweg gegeben wäre, wenn die Straßen verstopft sind. In diesem Zusammenhang ist hinzuweisen auf die Gaspipelines der Nord Stream im benachbarten Lubmin und den riesigen Gashafen in Swinemünde, über den die gesamte Gasversorgung Polens ab 2015 erfolgen soll. Ich hoffe, dass Sie da irgendwann mit der Bahn rüberfahren können. Ja, also das wäre sehr schön so. Mit dem IC direkt von Berlin aus. Nee, wenn man nicht mal in Züssow umsteigen muss, ja, hätten ja wir nichts gegen. Ne? Und die Länder stehen ja auch dahinter inzwischen. Ne? Länder stehen auch dahinter, ja. Also das ist ja eigentlich schon mal die halbe Miete. Ja, ja, das müssen wir noch den Bund kriegen, ja, nur noch ein bisschen Kleingeld. Ja. Und wir haben eine Verantwortung für kommende Generationen.